Liebe Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie im Russischen Kulturinstitut, im Russischen Haus in Wien begrüßen zu dürfen. Und heute beginnen wir eigentlich ein großes Projekt, weil dieses Jahr feiert man in Russland 350 Jahre im Jubiläum von Kaiser Peter der Große. Und wir werden während dieses Jahres hoffentlich mehrere Veranstaltungen diesem Thema widmen. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас в Русском доме. И сегодня мы начинаем большой проект. Он приурочен к юбилею России, к юбилею императора Петра Великого. И мы надеемся, что в этом году у нас будут проходить еще несколько мероприятий, не одно мероприятие, посвященное этой теме. Und diese Serie wird heute von einem großen Freund des Russischen Kulturinstituts eröffnet, von Dr. Elisabeth Heresch, die Sie, ich bin sicher, gut bekannt ist. Этот проект мы начинаем сегодня с друг этого дома, который, наверное, всем вам известен, доктор Элизабет Хереш начинает этот проект, открывает этот проект. Ja, Dr. Heresch ist eine Kulturhistorikerin, Kunsthistorikerin, eine Schriftstellerin und auch übersetzt bei uns manchmal, nicht nur bei uns, aber heute hören wir gerne diese Vorlesung, diesen Vortrag über Peter der Große. Госпожа Хереш является культурологом, публицистом, переводчиком у нас, не только у нас, музыковедом. И сегодня она представит вам доклад о Петре Первом Великом. Витте, the floor is yours. Aber immerhin trotz der Pandemie hierher gekommen sind und an einem Abend, wo Sie wahrscheinlich viele schöne andere Sachen machen könnten und sich für dieses Thema interessieren. Zuerst möchte ich vielen Dank sagen Ihnen und dem Institut, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist eine große Ehre für mich im Jubiläumsjahr von Peter des Großen Geburtstags, 350 Jahre Geburtstag, dass ich hier sein darf und zu diesem Thema sprechen darf. Ich glaube, es wird nicht langweilig, weil der Besuch in Wien war sehr abwechslungsreich für Peter den Großen. Ich hoffe, das wird auch für Sie so sein. Сначала я хочу поблагодарить вас, что вы, несмотря на пандемию, пришли в институт. Благодарю также институт, Русский культурный институт, который пригласил меня. Это большая честь для меня. И я надеюсь, что доклад будет не скучным для вас, а также таким разнообразным, таким, как он был для Петра Первого, который посетил Вену в свое время. Auf der Karte sehen Sie Wien, wie es ungefähr ausgesehen hat zur Zeit des Besuchs, im Jahre 1698, also sechs Jahre nach der Türkenbewegung. На слайде вы видите карту Вены, какой она была. 16, я извиняюсь, я вам сейчас versprochen. 16. Какой она была в 1698 году во время посещения Петра Первого столицы, 16 лет после оккупации турками, осаждения турками. Die Vorgeschichte ist aber auch wichtig, um zu sehen, welche Ziele Peter der Erste mit diesem Besuch verbunden hat. So, was habe ich jetzt? Ich bin dort hin. Dort hin. Nein.
Коротко о предыстории посещения Петра I. Это тоже важно знать, что предшествовало этому визиту. Schon im 15. Jahrhundert hat es Versuche gegeben, des aufstrebenden damals Moskau-Staates und Ivan dem Dritten, dem Ersten, der übrigens den Zarentitel angenommen hat, aufgrund oder anlässlich einer Hochzeit mit einer byzantinischen Prinzessin, und das Moskau, den Moskau-Staat geeint hat. Und kann ich gleich vorausschicken, zu seinem Tod das Moskau-Reich das Fünffache des Territoriums eingenommen als zu seinem Regierungsantritt. Das ist eben der dritte Links. Первый, кто начал контакты и пытался, принимал попытки союзнической политики с Австрией в 15 столетии, был первый царь Руси Иван III. Wir sehen ihn in der Mitte und links von ihm ist der Konterpart Friedrich III. Und rechts davon Maximilian I., also der Sohn von Friedrich dem Dritten, mit dem dann schon der Nachfolger von Ivan dem Dritten die Bündnisse abgeschlossen hat. Friedrich III. Und справа это сын Фридриха III, Maximilian, при котором уже был утвержден Первый Союз. Damals ging es darum, dass das Habsburgerreich schon ein mächtiges oder eine der wichtigsten Mächte am Kontinent war und der Moskauer Staat sich selbst absichern wollte, nicht nur für sein Territorium, sondern auch für die Vorhaben, die er noch hatte in der Zukunft. Beispielsweise die Eroberung, also manchmal gelang es in die Heiratspolitik, manchmal durch gutes Zureden, also mit Bündnissen, aber manchmal auch durch Krieg im Fall von Novgorod die Stadt einzunehmen und damit das Territorium nach Norden, nach Nordwesten zu erreichen, zu erweitern. Und bei der Gelegenheit war es gut, weil man mächtige Habsburger im Hintergrund hatte, die entweder nichts unternahmen oder sogar in diesem Fall das unterstützten. В то время Иван III, Максимилиан I, то есть Иван III, естественно, пытался привлечь на свою сторону сильную монархию Габсбургов, тогда еще недостаточно сильное государство, государство московское, пытался обезопасить их с помощью женитьбы или политики браков или другими средствами. И вот Иван III пытался обезопасить себя и призывать на свою сторону сильного партнера. Damit man sich das vorstellen kann, eine Karte. Das ist jetzt wieder. Ich entschuldige mich, es ist verkehrt gelegt. Hier sieht man auf der Karte 1600, also vor dem Besuch Peters, und 1700 unmittelbar nach seiner Abreise, die Lage in Europa. Nicht, dass es sich jetzt durch den Besuch schon geändert hätte, aber die Voraussetzungen links waren so, dass das Moskauer Reich schon relativ stark war, wollte sich aber gegenüber Polen absichern, und Österreich hat sogar dazu beigetragen, also die Habsburger haben sogar dazu beigetragen, diese Situation zu befrieden zwischen Moskau und Polen, und haben sogar unterstützt, dass sie gemeinsam mit Polen, Russland, gemeinsam mit Polen und Ukraine längst der Ebro-Linie geteilt hat. Also der nächste Ansatz war, für Peter den Großen dann schon einen Mehrzugang zu erreichen, wie wir alle wissen. Und er hat zuerst im Norden angefangen gegen die Schweden und hier auch Bündnisse gesucht. Man sieht hier nach Nordwesten zur Ostsee hin, dass Moskau den Wunsch hatte, einen eisfreien Hafen zu bekommen. Und der nächste Schritt dann war, nach Süden zum Schwarzen Meer, wo die Türken noch die Küste kontrolliert haben.
Und in diesen Phasen waren die Habsburger ein sehr wichtiger Bündnispartner. Übrigens, also, pardon. Да, вы видите, карты до приезда Петра Первого, после его приезда, как, какие перемены происходили в Львове. Дело в том, что у Петра Первого в то время было три проблемы, которые он пытался и надеялся решить с помощью Габсбургов. Это противостояние против польско-литовского государства. Потом были проблемы в ситуации со Швецией, у России не было выхода к Балтийскому морю, к морю без, так сказать, не скованному льдами, а было только Северное море, и, конечно, не было выхода к южным берегам, к Черному морю. Да, и это были три ключевые, три существенные. Moskau hat mehrere, damals war ja noch der Regierungssitz in Moskau, ist erst zu Beginn mit dem Großen dann nach Petersburg gegangen, mehrere Delegationen geschickt im 17. Jahrhundert nach Wien, um Unterstützung zu bekommen, beispielsweise gegen die Krim-Tataren, die versucht haben, immer wieder in den russischen Staat einzufallen. Und da wollte man nicht nur Sicherheit haben, und die Krim, sondern man wollte ja dazu allmählich dann den Schritt zur Schwarzmeerküste setzen. Und da hat man also verschiedene Versuche gemacht, auch militärische Kooperationen den Habsburg zu bekommen. Und die Habsburger waren auf der einen Seite zuerst Mitte 17. Jahrhundert, wo noch Boris Godunov, also in der Zeit der Viren vor Thronantritt der Romanow, versucht hat, die Unterstützung der Habsburg zu bekommen, ausgeblutet vom 30-jährigen Krieg. Да, в 17 веке российское государство с резиденцией в Москве, тогда еще резиденция царя находилась в Москве, только при Петре I она перешла в Петербург, пытались получить защиту или обезопасить Россию от крымских татар. Однако Европа в то время была обесточена после 30-летней войны. Борис Годунов, der berühmte Zar, oder man sagt auch manchmal als Usurpator-Zar, hat Pelz im Werte von 44.000 Rubel, eine damals astronomische Summe, nach Wien geschickt, um Unterstützung der Habsburger zu erwirken. Aber es war vergeblich. Das war dann der letzte Versuch. Да, царь Борис Годунов посылал подарки на имя монархов в размере астрономических тогда космическая сумма 44 000 рублей в надежде получить помощь от Габсбургов. Nach dem Sieg bzw. Zurückwerfen der Türken 1683 vor Wien ging natürlich dem Habsburger ein ganz großer Ruf der Sieger über die Osmanen voraus. Und das hat die Moskauer Herrscher bewogen, 1687, also vier Jahre später, und das war jetzt dann 12 Jahre vor dem Besuch Peters, noch einmal einen Versuch zu unternehmen. Und hat Fürst Scheremetjew nach Wien geschickt. Aber ich sage es noch gleich dazu. Aber Leopold I. hatte kein Interesse, eine Allianz gegen die Türken zu schmieden, denn er war so froh, dass man die Türken jetzt hintereinander mehrmals besiegt hat und hat eigentlich nur ein Friedensabkommen gesucht, um freie Hand im spanischen Erbfolgekrieg zu haben. Ich erinnere daran, 1683 Wien, 84 Ofen, 87 Mohansch, 88 Belka, 87 Zenta. Also der Versuch Peters des Großen erfolgte ein Jahr nach der Schlacht von Zenta. Und Leopold I. war daher seinen Wünschen gar nicht zugegeben. Да, после победы, окончательного разгрома турков в 1673 году,
Австрия снискала славу победителя, естественно, и 4 года спустя граф Шереметьев пытается снова убедить императора Леопольда I военным, или привлечь императора к военному сотрудничеству, к союзу, но тот был не в восторге от этого предложения. После стольких войн, сражений, которые кончились победой, он искал только мирного сотрудничества, чтобы получить, собственно говоря, тыл на себя в испанских, в Испании, в своих войнах за престол наследия в Испании. Hier sehen wir noch Boris Godunov und Alexei Michailowitsch, der zweite Teil der Romanov-Dynastie und Vater von Peter dem Großen. Hier sehen wir Boris Godunov und Zarja Alexeja, Vater Petra I. Und hier der Gastgeber von Peter dem Großen, Leopold I., Kaiser Leopold I., Heiliger. Ja, also das Heilige Römische Reich ist deutsche Nation. Er war damals 40 Jahre alt, wird aber in den Protokollen merkwürdigerweise als 58-Jähriger beschrieben. Und hier sehen Sie Imperator Leopold I., тот, кто принимал Петра Великого, на то время ему было 40 лет, но странным образом в протоколах зафиксировал возраст 58 лет. Das ist der junge Peter in seinen Mitzwanzigern. Damals ist er schon fast 2 Jahre unterwegs gewesen, von Russland aus über Riga nach Berlin, Holland, England und zurück über Deutschland und Böhmen und hat sich überall Wissen angeeignet. Es war eigentlich eine Wissenstransferreise, sei es im Artilleriewesen, sei es im Schiffsbau, sei es im Buchdruckerwesen und in anderen Angelegenheiten. Dann war Peter I. Петр I. путешествовал уже второй год. Он ехал через Ригу в Берлин, потом был в Голландии, посетил Англию, и цель этой поездки была познавательная поездка, то есть он обучался и военному делу, в частности артиллерии, а также кораблестроению. Er hat eine große Delegation mit sich geführt von 300 Personen, wobei unterwegs ganz viele Experten, Facharbeiter angeworben hat, an die 1000 Mann, die er direkt nach Russland geschickt hat, um dann dort mit ihnen zu arbeiten. Dann hat er kurz darauf seine Flotte gegründet. В посольстве состояло большое количество человек, около 300. По пути он также завербовал в общей сложности около 1000 экспертов в разных областях, которые он посылал в Россию и с которыми он впоследствии работал, и в частности создал флот. Ich lese jetzt vor aus dem Protokoll, das man damals in Wien angefertigt hat, über seine Ankunft. Am 26. Juni, Sie brauchen das nur zusammenzufassen. Das ist eine, 26. Juni, beim Tabor kam er aus Böhmen an und wurde von den kaiserlichen Kommissarien und ihrer Suite bewillkommt und nach der Stadt begleitet. Damals, er war ja in Kognito als Artillerieoffizier Michailow, war unterwegs und obwohl natürlich alle schon von Moskau aus bei seiner Abreise durch die Botschaft, durch die diversen Botschafter in ganz Europa alle
Hauptstädte und alle unterrichtet waren von seiner Reise und natürlich auch in Wien. Da er aber in Kogito da war, konnte man ihn noch nicht offiziell empfangen und auch nicht in der Stadt beherbergen. Damals war das die Stadt und wo man ihn beherbergt hat, das war schon außerhalb der Stadt, in Zinkendorf. Und also über diese Brücke, heute wäre das der Donaukanal, hereingekommen. Über dieses Tor, das Roten Turm-Tor, die Ferdinandbrücke hat es damals geheißen, und durch die Kärntenstraße hinauf, beim Kärntner-Tor wieder hinaus, nach Bunkendorf, das eben damals außerhalb der Stadt lag, ebenso wie die Favorita, in der sich dann die Gespräche und Treffen abgespielt haben, die heute die diplomatische Verbindung ist. В то время Петр желал путешествовать инкогнито, но он побывал в многих столицах, и к тому времени послы распространили весть, или стало известно, что кто путешествует, собственно. Таким образом, но дело в том, что его не могли принять официально, как негласного царя. 29 июня он прибыл к Вену, его провели вот по мосту Ротентурмбрюкке и провели через город и расквартировали в предместьях в Вене, в теперешнем, в тогдашнем Гунтендорф. Man hat eben außerhalb der Stadt zu Gunkendorf im gräflich-königseckischen Garten, also das war damals ein Palais mit Park, in der heutigen Gunkendorfer Straße 76, das Palais existiert nicht mehr, hat man ein Quartier bereitet und erwartete den Zar da selbst. Inzwischen kamen viele Hofkavaliere in kaiserlichen Equipagen und mehrere Minister und Personen vom höfischen Adel dem erlauchten Reisenden entgegen und begleitete ihn abends um 9 Uhr bei Fackelschein durch die Leopoldstadt über die damalige Schlag, die heutige Ferdinandsbrücke, durch die Stadt und dann zum Kärntner Tor hinaus, nach dem besagten Gunkendorf. Таким же образом, то есть тайно произошла первая встреча, или, во всяком случае, встреча Петра I в вилле Фаворит, где сейчас находится дипломатическая академия. И во время прибытия в 9 часов вечера при свете факелов делегацию сопроводили к месту распортировки, то есть это было во дворце Кёнигсеггер, который сейчас уже не существует. Теперешний Гунтендорфа Штрассе, не ошибаюсь, 76. Die Königsegg-Gasse existiert dort noch. Und hier ein kurzer Eindruck, wie die Wiener, es muss ja ein gespenstischer Zug gewesen sein am Abend von diesen vielen Leuten um 9 Uhr mit Fackelschein. Da sieht man den Eindruck, den man in Wien von dieser Delegation und von Peter hatte. Außerdem Militärs, Diplomaten, Köchen, Priestern und so weiter waren auch Musiker, Sänger und Zwerge dabei. Er, also Peter, ist für seine Person ein langer Herr, hat ein wenig einen hohen Rücken und ist sonst nicht übel gemacht. Das ist schon. Оставил впечатление призрачной профессии, когда в 9 часов вечера огромная толпа людей, огромная процессия проходила через город. Петр вез с собой дипломатов, военных, священников, поваров, музыкантов и карликов. Спасибо. Und dann kommt ein inoffizieller Besuch, den Leopold war, und das war sicher protokollarisch für alle Beteiligten sehr schwierig zu lösen, denn wie gesagt, Peter kam nicht als Zar, sondern inkognito, auch wenn jeder wusste, wer er ist. Wie sollte man ihn also dann empfangen? Und dazu kam ein sehr großes Problem. Die ganzen Geschenke, die er mitgebracht hat und sein Akkreditiv ist immer noch nicht angekommen. Und es sollte 6 Wochen dauern,
bis es ankommt. Und daher war sein Aufenthalt 6 Wochen lang. Дело в том, что приезд Петра Первого представлял собой большую проблему в качестве протокола, как принимать инкогнито, несмотря на то, что всем известно, что это царь, как это сделать. И кроме того, Петр Первый вез с собой подарки, многочисленные подарки, которые задержались в пути и должны были прибыть только спустя несколько недель. 6 недель, поэтому 6 недель ему пришлось пробыть вот на таком двусмысленном положении в Вене, в Австрии. Das war Wien auch 15 Jahre vorher, während der Belagerung. Und was eine wichtige Rolle gespielt hat für die Stimmung, die geherrscht hat und für die Absicht, die Leopold hatte, also jetzt nur keine weiteren Krieg. Und das war Russland, wo es später darum ging, die Festungen von den Türken zu erobern, die er gebraucht hat für den Zugang zum Schwarzen Meer. Ich habe sie mit blauen Punkten markiert. Also das ist vor allem Kertsch, wo er dann seine erste Werft gegründet hat, die heute noch existiert. Und Azov, ja. Und Azov, die Festung, die er mehrmals versuchte zu erobern und die Österreicher ihn damit bestärkt haben, erst wenn er diese Festung erobert hat, hat er ein Standing oder eine gute Voraussetzung für Verhandlungen. Das ist der Московское государство, две крепости, которые следовало завоевать. Это крепость Керчь, где впоследствии Петр создал первую верфь, существующую до сих пор, и крепость Азов. Если ему удастся завоевать эту крепость, тогда это станет предпосылкой для дальнейших переговоров, так значилось от императора Леопольда. Bevor diesem ersten Treffen, von dem ich jetzt erzählen werde, habe ich eben diese Voraussetzungen darstellen wollen. Und das Gebäude, wie es heute ist und wie es damals ausgesehen hat. Jetzt weiß ich nicht, ich wollte das nicht sehr. Das war die Favorita, also das heutige Theresianum in ihrem damaligen Zustand. Mit einem großen Park. Und das ist sehr wichtig, weil der Zar das Ballett zur ersten inoffiziellen Unterredung und Begegnung mit Leopold nicht offiziell von vorne betreten sollte, sondern durch einen Hintereingang. Weil er war ja inkognito. Und da heißt es hier im Protokoll: Am 9. Julius, nach altem Stil des Zars, das kommt erst etwas später. Schließlich fand die Begegnung in der Sommerresidenz der Habsburger, der Favorita, statt, der heutigen Diplomatischen Akademie. Peter brachte man unter Beachtung seines Inkognitos durch eine Gartentür und danach über die hintere Wendeltreppe in den Empfangsraum. Hier vor, das ist einer der drei Botschafter, die ihn begleitet haben, der zugleich sein Dolmetscher war, instruierte den Zar mit großem Eifer und machte ihn mit dem festgelegten Protokoll für die Begegnung vertraut. Beide Monarchen sollten den langen Audienzsaal gleichzeitig betreten, und zwar durch die gegenüberliegenden Türen. Danach mussten sie langsam aufeinander zugehen und sich genau in der Mitte treffen, beim fünften Fenster. Nachdem Peter die Tür geöffnet hatte und Leopold erblickte, vergaß er jedoch sämtliche Belehrungen und bewegte sich in Richtung Kaiser mit großen, schnellen Schritten. Er trat an ihn heran, als dieser erst das dritte Fenster erreicht hatte. Als die beiden Herrscher sich für das Gespräch in eine Fensternische zurückzogen und dabei nur von Lefort als Dolmetscher begleitet wurden, atmeten die Höflinger erleichtert auf und sahen, dass der Zar ihrem Herrscher, also dem Österreichischen, große Achtung erweist und sich
ehrwürdig verhält. Die Gesprächspartner bildeten einen scharfen Kontrast. Der 58-jährige Falschkaiser war klein und blass. Eine riesige Perücke umrannte sein enges, düsteres Gesicht und über der hervorstehenden Unterlippe hing ein dichter Schnurrbart. Der 26-jährige, riesige, große Zar gestikulierte heftig. Aber das Treffen lief auf den Austausch mit Liebenswürdigkeiten hinaus und dauerte kaum länger als 15 Minuten. Also das ist nicht sehr lang. Aber Leopold hat sich bemüht, diese peinliche Situation und auch schwierig für das Protokoll, eben inkognito, und es war nicht möglich, ihn protokollarisch zu empfangen, zu überbrücken, und hat alles getan, um Peter gut zu unterhalten. Vor allem, um auch davon abzulenken, dass er keineswegs auf seine Wünsche, die er im Vorfeld schon erfahren hatte, einzugehen. Und zwar am 9. Julius steht es hier im Protokoll. Also, pardon. Я скажу больше в общих чертах. Вот Билов Маврита, сегодняшнее совмещение дипломатической академии, там состоялась первая тайная встреча, первая встреча с Леопольдом Первым. Была очень сложная ситуация. По протоколу царь Петр Первый в качестве инкогнито не должен был пройти через парадные ворота, а вошел через сад, через заднюю дверь и по винтовой лестнице поднялся наверх, и оба монарха должны были вступить одновременно в зал для аудиенции и пройти медленным шагом друг к другу, остановиться около пятого окна. И Петр, когда открылись двери, Петр Первый, будучи проинструктирован всем этим правилам, забыл всяких инструкциях и быстрым энергичным шагом поспешил к монарху и застал его только у третьего окна. Потом ему помогал переводчик и один из глав посольства Лефорт. И таким образом состоялся обмен любезностями, не более того, но было замечено, да, был большой виден большой контраст между монархами. Леопольд Первый маленький, бледный, с длинным мрачным лицом и огромных размеров энергичный Петр, который бурно жестикулировал. Но Леопольд Первый оказал, в общем, все постарался, оказал необходимое внимание и любезность к Петру, однако не сразу же, не идя ему навстречу в его, так сказать, в вопросах, которые волновали Петра. Am 9. Julius, ich zitiere jetzt aus dem Protokoll von damals, wo nach altem Stil des Zars Namenstag einfiel, wurde solches in der höchsten Gala mit Pracht gefeiert. Abends wurde eine Serenade von 170 Instrumenten gegeben, wobei sich alle Minister, Gesandte, Kavaliere und Damen einfanden und sich mit Tänzen verschiedener Art erlustigten. Gegen 10 Uhr wurde ein herrliches Feuerwerk, welches in vier brennenden Buchstaben V, P, Z, M, Vivat Petrus, Zar Moskowie, seinen Namen und Rang darstellte, abgebrannt. Да, Леопольд Первый стремился развлечь царя, и 9 июля в честь именин царя устроил грандиозный праздник, и в частности были спеты серенады, сыгранные на 170 музыкальных инструментах, и был дан фейерверк со светящимися буквами VPZM, что значит «Да здравствует царь Петр Московский». Schon zwei Tage später ist ein weiterer Ball
organisiert worden, unter damaligen Benennung einer Wirtschaft, denn man hat so getan, als wären Kaiser und Kaiserin, die sich verkleidet haben, Wirtsleute und Gastgeber in dieser Funktion, und zwar mit einer Pracht, welche selten gesehen worden ist. Der Kaiser und die Kaiserin waren daher Wirt und Wirtin. Hierbei wurden vom höchsten Adel verschiedene Nationen und Charaktere vorgestellt, als Deutsche, Spanier, Franzosen, Ungarn, Moskowiter, Polen, Venezianer etc. Also alle möglichen, aber auch, weil es war wie gesagt der Maskenball, wo sich alle verkleidet haben, eben weil ja Peter selbst verkleidet war, also nicht sehr, aber er war jedenfalls nicht als Zar gekleidet, hat man eben diesen Ausweg gefunden, ihn zu unterhalten. Und alle Gäste waren maskiert und haben irgendjemand oder etwas dargestellt. Sei es eine Nationalität oder zum Beispiel Afrikaner, Schweizer, Griechen, Römer, Franzosen, Ungarn, Moskowiter, Venezianer etc., Türken oder eine Funktion, einen Beruf. Also zum Beispiel Schäfer, Gärtner, Jäger, spanische Bauern, was immer, aber auch so typisierende Personen wie zum Beispiel Zigeuner und alles Mögliche. Auch Afrikaner, wahrscheinlich haben sie schwarz angefangen. Два дня спустя состоялся еще один бал, на этот раз костюмированный. Те с императорами и императрицей были переодеты в хозяев трактира, и все присутствующие гости, а их было довольно много, должны были носить костюмы и маски, представляющие либо какую-то национальность, от африканцев, турок, венгров, московитов и прочих, или какую-то профессию, например, охотников, садовников и так далее, все, чтобы развлечь Петра. Aber alle Gäste waren, egal wie sie verkleidet waren, waren Personen aus dem Hochadel, sowohl Habsburgs, Österreichs, aber auch von anderen Ländern, also auch von deutschen Fürstentümern, von allen möglichen anderen Königshäusern und Fürstenhöfen. Da, это был бал имел тогда похвастаться невиданным блеском, и нужно сказать, что гости этого бала, приглашенные на бал со стороны Леопольда, были членами дворянских семей высокого сословия из самых разных стран. Und hier ist eine Szene, die aus dem Protokoll des nachher geführt wurde. Der unterste Saal der Mehrbesagten, das ist die alte Ausdrucksweise hier, der Favorita, war zu diesem Feste auf das zierlichste und prächtigste ausgestattet und auf das glänzendste erleuchtet und alles Mögliche angewendet, um die Magnifizenz des kaiserlichen Staates und auf das reichhaltigste darzustellen. Abends um 6 Uhr begann das Ballfest mit einer ausgesuchten Musik und den niedlichsten Tänzen, und um Mitternacht ging man an eine mit alten Kostbarkeiten besetzte Tafel, an welcher mehr als 500 Personen speisten. Okay. Und jetzt kommt dann eine Tischrede, vielleicht wollen Sie das zusammenfassen. Здесь описывается, как проходил бал. В нижних залах виллы фаворита был с блеском декорированный, роскошью декорированное помещение. И, если не ошибаюсь, в 18 часов начался бал с танцами, с музыкой, с танцами, а в полночь 500 человек гостей село за пир, за огромный стол, который ломился от разнообразных овощей. Der Kaiser erhob sich von seinem Sitze mit einem kostbar geschnittenen Glas Weines, zu dem als friedländischer Bauer gekleideter Zar und sagte, weil er wohl wisse, dass dieser friedländische Bauer dem Großzar der Moskau, gemeint ist des Moskau-Flusses, also deswegen der Moskau, wohl kenne, so wolle er ihm dessen Gesundheit hierauf zubringen.
Der Zar bedankte sich auf das Artigste, nahm das Glas an und antwortete: Ich kenne den Zar der Moskau ganz genau und verlässlich und versichere, dass er ein vollkommener und verlässlicher Freund Eurer Majestät ist und ein Feind derer Feinden, das war noch das Wichtige, ja sogar, dass er dermaßen für deren Interesse eingenommen ist und so viele Liebe zu ihnen hat, dass er, wenn gleich dieses Glas voll Gift wäre, dasselbe gerne austrinken würde, wenn dadurch deren Nutzen und Bestes befördert werden könnte. Hierauf setzte er das Glas in den Mund, leerte es bis zum letzten Tropfen aus, machte nach russischer Sitte die Nagelprobe und wollte dem Kaiser das ausgeleerte Glas zurückgeben. Der Kaiser aber sagte, weil er gar nichts im Glas zurückgelassen habe, so wolle er ihm solches hiermit geschenkt haben, welche er auch mit großem Vergnügen annahm und versicherte, dass solange er lebe, sein Herz der Erinnerung an dieses Glas zu des Kaisers getreuen Diensten sein soll. Nur zusammenfassend. Da, ну, ich habe so jetzt eine Szene с вином, с тостом, который произнес Петр. Дело в том, что Петр был переодет в немецкого крестьянина, и Леопольд I рассказал о знакомстве предполагаемом этого крестьянина с московским царем, и Петр I сказал, что да, он близко знаком с ним и является другом, почитателем этого государства, и его любовь настолько, то есть любовь царя, якобы настолько велика, что он готов на все, то есть он любит друзей, ненавидит врагов, и даже если бокал вина был бы наполнен ядом, он бы выпил его, если бы это принесло пользу его государству. Выпил вино до последней капли и передал Леопольду I знак своего почтения, но тот подарил ему. Am nächsten Tag ist er nach Baden gefahren und das klar ist, wie bekannt alles war, jeder Schritt, den er gemacht hat oder gesetzt hat, mit oder ohne Delegation, auch aus Baden haben Korrespondenten von Zeitungen nach ganz Europa berichtet, dass Peter I gerade in Baden ist, der Zar ist da. Und er unternimmt Bäder und Ausflüge und lässt sich vieles zeigen. Und man sieht hier die Abschrift dessen, was dieser Korrespondent geschrieben hat. Das ist nur einer von vielen. Es gibt viele Korrespondentenberichte, die im Archiv in Baden noch vorhanden sind. Also da steht, der moskowitische Zar, welcher diese Zeit das meiste Alt hier besehen hat, sich auf etliche Tage nach Baden begeben, da selbst sich des Bades zu bedienen, dessen Gesandtschaft erwartet die noch unterwegs begriffene Präsenten und wird alsdenn bei ihrer kaiserlichen Majestät Audienz haben. Künftigen Montag wird hier eine Verkleidung und Wirtschaft bei Hof gehalten werden, welche alle Grundherrschaften und dazu beeinflussen. Und nur so. Чтобы посетить купальни и купаться там. И в этот момент об этом сообщили корреспонденты уже, в общем, по всему миру, по всей Европе, об этом событии, что вот царь приехал и купается, и наслаждается посещением этого городка. Да, и в Баденских архивах хранятся еще записи тех времен. Das ist das Schreiben eines dieser drei Botschafter von Peter an den Hof, wo er mitteilt, dass für einige Tage die Delegation nicht da sein wird. Also er hat wirklich gedacht, das weiß niemand, was sie machen, aber in Wirklichkeit wusste es die ganze Welt und erst recht natürlich die Habsburger, die Wiener Regierung. Это записка одного из послов Петра I, сообщает при дворе, что три дня его не будет в Вене, по наивности полагая, что никто не знает, где находится Петр I, хотя уже, собственно говоря, вся Европа
следит за каждым его движением, и, конечно, все знают, где он сейчас и что он делает. Sind die Gebäude, die es noch gibt, wo er gewohnt hat, entweder im Jesuitenkloster, wo er auf jeden Fall war, und auch gespeist hat, etc., oder in der Frauengasse, beides ist noch erhalten? Also zwei Zdanien, die er in Potopil побывал, und побывал в монастыре ордена иезуитов и на Фрауенгассе оба здания оба дома еще сохранились. Dann kommt er so wieder nach Wien zurück und kurz darauf trifft er Leopold wieder in der, sozusagen inoffiziell in der Favorita und auch einmal in seinem Quartier in der Kumpendorfer Straße und endlich kommen die Geschenke an. Als die Geschenke ankommen, heißt es hier, einige Tage zuvor, also es wird die Audienz aufgrund dessen dann schon fixiert für den 28. Juli, und einige Tage zuvor aber ließ das Obersthofmarschallamt den Bürgermeister und Rat der Stadt Wien andeuten, dass man auf abmeldeten Tag 50 Personen aus ihren Mitteln abschicken solle, um die Präsente zu tragen, wozu die angesehensten Männer aus dem äußeren Rat erwählt worden sind. Und jetzt, was sind das für Präsente? Die Präsente bestanden in einem kostbaren schwarzen Fuchs, dessen langen Haare nach allen Seiten fallen und überall den Strich machen, was immer das heißt, welche Gattung Pelzwerk unter die größten Seltenheiten des Russischen Reiches gehört. So ist dieser Teil. Fern in einem großen, weiten Pelz von den auserlesensten Zobel für seine Majestät den Kaiser selbst, weiters in einer großen Menge anderer Zobeln, Hermelinen und anderem kostbaren Pelzwerk, persischen Teppichen, goldenen und silbernen Stoffen, kostbaren Pferdezeug, also Zaumzeug, und ausgesucht schönen Pferden. Несколько дней спустя Петр возвращается в Вену и еще через несколько дней он узнает, что наконец-то подарки прибывают в Вену. Своевременно он запрашивает у венских властей, у бургомистра выдать на транспортировку этих подарков 50, если не ошибаюсь, человек сильных, и вот он получает, то есть эти люди выделяются, причем эти люди выбираются из высших слоев общества. Что это были за подарки, которые были приурочены к уже настоящей официальной аудиенции с Леопольдом Первым? Это были очень ценные меха черной лисы, соболя, также персидские ковры, золотая серебряная парча, дорогостоящие сбруи и так далее. Und jetzt darf ich Ihnen das Protokoll über die feierliche Audienz vorlesen, die praktisch dann den offiziellen Abschluss dieses Besuches darstellt. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Habe ich noch etwas Zeit? Ja? Ja? Ist gut. Also, Delegationssekretär zu Pferd hielt das in roten Damast gewickelte Kreditiv mit ausgestreckten Händen hoch und vor. Das große Siegel aber zeigte sich vorwärts. Ja, das ist vielleicht noch zu viel. Wollen Sie das lesen? Oder? Egal. Ich schließe den ganzen Absatz. Diesem folgte der kaiserliche Leibwagen mit 6 Pferden bespannt, in welchem die 3 Botschafter in prächtiger russischer Kleidung saßen. Im nämlichen Wagen bei ihnen befand sich auch der kaiserliche Kommissär, Baron von Königsacker, welcher die Botschaft zur Audienz führte, aus der kaiserliche Dolmetscher. Aber so genau. Здесь описывается просто именно момент передачи даров, момент, когда Великое посольство подъезжало в таких каретах, и кто, собственно, сопровождал этот так называемый аккредитив России, во что он завернут, эти детали. Die Audienz war höchst feierlich. Der Kaiser empfing die Gesandtschaft auf dem Throne,
von seinen Ministern und Würdenträgern umgeben. Nachdem die Gesandten in den Audienzsaal eingetreten waren, machten sie sich noch an der Tür in einer Reihe stehend, sodass der General Le Fort in der Mitte war, eine tiefe Verbeugung nach russischer Art, die zweite einige Schritte vorwärts und die dritte vor den Stufen des Throns. Когда посольство с подарками входило в зал, по определенному протоколу, но и по русскому обычаю, генерал, если не ошибаюсь, Ле Фор и другие послы поклонились по русскому обычаю, совершили низкий поклон, сделали два шага, второй поклон, и через несколько шагов у трона царя остановились еще с третьим низким поклоном. Ich lese mir das Ganze vor und sehe es ganz gut zusammen, was Ihnen wichtig ist. Gleich bei der ersten Verbeugung berührte der Kaiser seinen Hut, aber ohne ihn abzunehmen. Der General Le Fort machte den Vortrag in russischer Sprache und der kaiserliche Dolmetscher übersetzte den Inhalt in das Lateinische. Dieser Vortrag enthielt beiläufig Nachstehendes. Der Zar habe für notwendig zudringlich erachtet, sie als seine bevollmächtigten Gesandten an ihre kaiserliche Majestät abzusenden, um das Allgemeine zum Besten ein und das andere präponieren zu lassen, die Sprache ist so. Sie erwähnten, man möchte mit ihnen in Konferenz treten, um ihre Propositionen zu vernichten. Ferneres wären sie beauftragt, sich nach ihrer kaiserlichen Majestät Gesundheit und dem Zustand der Waffen Ungarn zu erkunden. So oft Le Fort des Kaisers oder seines Herrn des Zars Namen nannte, neigten sich die Botschafter alle zugleich und der Kaiser berührte jedes Mal den Hut. Sodann nahm der Botschafter das Kreditiv von dem Sekretär entgegen und überreichte selbes mit dem Damaste, in dem es eingewickelt war, dem Kaiser, welcher es dem Grafen von Kaunitz zustellte. Endlich küsste er dem Kaiser die Hand, welches auch die zwei anderen Botschafter brachten. Nachdem sie aber unter deren Verbeugungen wieder etwas zurückgetreten waren, winkte der Kaiser dem Reichsvizekanzler, welcher mit einer dreifachen tiefen Verbeugung herzukam und kniend vom Kaiser den Befehl erhielt, in seinem Namen den Botschafter die Antwort zu erteilen, was hierauf auch mit einer dreifachen tiefen Verbeugung dazu kam und knien vom Kaiser befehlte, so, was hierauf auch geschah. Nach vollendeter Rede ließ der Kaiser das ganze Gesandtschaftspersonal zum Handkuss und der Legationssekretär machte damit den Antrag. Die Präsente wurden auf die Stufen des Throns gelegt. Zum Schluss gingen die Gesandten mit einer dreimal wiederholten Verbeugung rücklings aus dem Saale und wurden ebenso zurückgeleitet, wie sie den ihrer Ankunft empfangen worden waren und fuhren in derselben Ordnung zurück. Здесь описывается пошаговая процедура самой встречи, самой аудиенции, речь посла, перевод на латинский язык, также жестикуляция императора, что при каждом упоминании он касался шляпы, не снимая ее, был передан аккредитив, завернутый в бар, Атлас, да. В этой речи, это речь на несколько устаревшем немецком языке, тем сложнее для меня ее перевести, но я думаю, что речь идет о том, что посольство хотело бы знать позицию императора по интересующим вопросам, а также выражение признательности и пожелания здоровья императору и его двору, и потом также, в общем, сложная процедура вхождения с поцелуем руки, в конце концов, императора, и процедура выхода из аудиенции, из зала. Damit war das erledigt. Und
Eigentlich hatte Peter der Große schon von Baden aus Emissäre nach Venedig und Rom geschickt, um seine Ankunft dort anzukündigen, weil er auch dort Allianzen schmieden wollte, eben gegen die Türken, sozusagen eine heilige Allianz gegen die Pforte. Und wie es dann auch später immer wieder bezeichnet wurde, denn immer wieder hat sich natürlich Russland und Österreich haben sie gegen die Türken gefunden. Leider Gottes war dabei Österreich nicht immer ein zuverlässiger Partner, wie man im Krieg dann gesehen hat. Jedenfalls wollte er das. Am nächsten Tag wurde noch zur Jagd eingeladen. Da gibt es eine sehr typische Episode, denn Peter hat sich verspätet und der Kaiser hat einen Pagen, also Pagen ja, zu ihm geschickt, um festzustellen, was los ist, und Peter hat sich einfach verspätet. Und für diesen Dienst des Pagen, ihn zu erinnern, also es ist jetzt Zeit abzufahren, wollte er ihm Dukaten schenken. Und der Page hat es aber abgelehnt und gesagt, er nimmt kein Geld, er möchte die Ehre seines Herrn damit hochhalten. Und Peter hat das so beeindruckt, dass er ihm sein Leben geschenkt hat. Also das war auch eine Episode, die auch in den Quellen zu lesen ist und sehr typisch ist für ihn. Denn Peter der Große war zwar sicherlich ein hart gegen sich und auch gegen andere in all den Projekten, die er durchgeführt hat, aber war sehr mitfühlend mit anderen. Zum Beispiel ist er bekannt über seinen Tod, also in Russland ist natürlich bekannt, aber hier vielleicht nicht, dass er daran gestorben ist, dass er an einem Novembertag gesegelt ist und ein Sturm aufgekommen ist. Es war spät abends und als dieser Sturm aufgekommen ist, konnte er sein Schiff beherrschen, aber er hat gesehen, dass ein anderes gekentert ist. Und das war aber schon nahe der Küste und er ist ins Wasser gesprungen und hat alle Besatzungsmitglieder dieses anderen Bootes gerettet und ist dann an einer Unterleibsverkühlung, die man nicht behandeln konnte, gestorben. Aber wie gesagt, jetzt ist er noch in Wien und da erfährt er vom Aufstand des Treschnitzen, das war schon der zweite Aufstand, und Peter war alarmiert und hat sofort seine Reisepläne geändert, seine Reise abgebrochen und ist nach Moskau abgereist. В то время Петр послал уже сообщение о том, что в Венецию и в Рим, что он собирается продолжать свое путешествие туда. Он продолжал искать союзников против Османской империи, чтобы заключить священный альянс, как тогда это называлось. Но ситуация изменилась, он не поехал не доехал туда, потому что я сейчас немножко перескочу, потом вернусь. В Москве произошел второй уже стрелецкий бунт, и Петру пришлось внезапно покинуть, оставить свои планы и покинуть Вену. И здесь был описан эпизод с поездкой на охоту, на которую он был еще приглашен перед своим отъездом. Петр опаздывал, и к нему был послан паж с заданием узнать, будет ли император, когда он будет. И Петр хотел заплатить за исполнение этого задания пажу золотыми монетами. Паж отказался, сказал, что он выполняет задание своего господина. И на Петра это произвело большое впечатление, он подарил ему подарок свою шпагу. Вообще Петр был известен как человек, который, с одной стороны, очень был жестким к себе и к другим, с другой стороны, он умел сострадать другим людям. И опять же, еще один эпизод был написан на море, когда море штормило, и он плыл на паруснике и увидел тонущее судно, он оставил свой парусник и сделал все возможное, чтобы спасти экипаж, который был тонущего судна.
Einer der Ergebnisse dieses Wien-Besuchs war die Einrichtung der ersten kaiserlich-russischen Gesandtschaft 1701. Das war noch zur Zeit von Leopold I. und natürlich Peter I. Peter weiterhin versucht, auch auf private Weise die Bande zu den Habsburgern zu vertiefen. Er hat versucht, Alexei mit einer österreichischen Erzherzogin zu verheiraten. Das ist aber nicht gelungen. Es ist dann eine deutsche Prinzessin aus einem deutschen Fürstenhaus geworden. Die Ehe ist aber nicht glücklich gewesen. Aber viel gewichtiger als das ist die Tatsache, dass Peter seinen Sohn Alexei verdächtigt hat, auf der Seite des Stralitzen zu sein und damit ein Verräter. Und er wollte ihn natürlich gefangen nehmen und er hat das aber rechtzeitig erfahren und ist geflüchtet von Wien nach Österreich. Und Karl der VI., schon der Nachfolger von Leopold I., hat ihm Asyl gewährt hier. Er ist nach Tirol gebracht worden, dann hat er erfahren, dass der russische Geheimdienst schon Ausschau nach ihm hält und ist dann nach Merbe gebracht worden. Und dort haben die Russen ihn aber dann doch aufgespürt, zurückgebracht und er wurde zum Tode verurteilt, ist aber schon vorher an der Folter gestorben. Es hat dann weiter eine leichte Verstimmung gegeben, als ein Thronfolger, der noch ein Kind war, also ein russischer Thronfolger, Ivan der VI. Ermordet wurde. Und der war aber, das war schon zweite Hälfte 18. Jahrhundert, zur Zeit von Maria Theresia. Dessen Eltern waren aber mit Maria Theresia verwandt. Und das hat sie daher nicht sehr profitiert. Dennoch, die politischen Allianzen zwischen den Habsburgern und dem Moskowiterreich, beziehungsweise ab Peter, in den letzten Jahren Peters des Großen schon in Petersburg, das Zarenreich, er konnte sich nach dem Sieg über die Schweden, den er endlich errungen hat, nach verschiedenen Rückschlägen, Hindernissen, Verraten von einem Verbündeten, ab 1721 auch Kaiser nennen, also Imperator oder Kaiser und damit auf Augenhöhe mit den Monarchen der anderen Mächte kommunizieren. После визита Петра открывается первое постоянное посольство России в Вене в 1701 году. И Петр и дальше пытается вот после отъезда укрепить связи с монархией. Частным образом он стремится женить своего сына Алексея на эрцгерцогине. Но это не удается, и в то время как раз Алексей обвиняется в измене Отечеству, потому что его обвиняют, что он был на стороне бунтовавших стрельцов. Он бежит, куда бежит Алексей, сын Петра, в Австрию. Ему дают здесь убежище, потом присылают дальше в Неаполь. В конце концов, все-таки тогдашние, как было сказано, выследила царевича и его привезли в Москву, где он потом в скором времени был умер под пытками. Также отношение между двумя державами охладилось после убийства Ивана VI, так как родители Ивана VI были состояли в родственной связи с Марией Терезией, которая тогда уже была вторая половина 18 века, правила в Австро-Венгрии. Für Karl den VI. War das sicher ein großes Dilemma, denn er wollte auch nicht die Beziehungen mit dem Moskauer Staat, die sich so günstig gestaltet und vertieft haben, jetzt stören. Aber auf der anderen Seite war es Mensch auf der Seite Alexeis und wollte ihn schützen. Aber dennoch hat es dann unter Karl dem VI. Ein weiteres Abkommen oder Bündnis gegeben mit dem Moskauer Staat, nämlich unter Katharina I., das war die Nachfolgerin.
Nachfolgerin, die Ehefrau Nachfolgerin von Peter dem Großen. Да, как шестой, с одной стороны, стремился к сохранению союзнической политики с московским государством, с другой стороны, по-человечески он осуждал убийство наследника, и в конце концов... В конце концов состоялось соглашение между Карлом VI и Екатериной I, последовавшей за Петром. Nach dem ersten Botschafter, also Петр Алексеевич Галицин, ab 1701 in Wien, hat ein paar Botschafter später wieder in Galizien in das Zarenreich vertreten. Und zwar war das der Dmitri, Fürst Dmitri Michailowitsch-Galizien, der berühmt wurde in Wien. Er hat sich ein so großes Territorium gekauft, dass man also vom Galizienberg bis heute spricht. Er hat sich da ein Schloss, eine Burg mit allen möglichen Gebäuden, einem See, einer Ruine, alles Mögliche errichtet. Ist trotzdem so wohlhabend gestorben, dass er mit seinem Erbe ein Krankenhaus in Russland finanzieren konnte. Один из знаменитейших, известнейших послов в Австрии из России был князь Дмитрий Михайлович Голицын, который был чрезвычайно состоятельным, богатым человеком, он купил огромные территории, в том числе известная Галицинберг здесь в Вене, на которой был сооружен, куплен и дворец, и крепость, и он обладал озером, лесами. И после смерти он оставил такое большое наследство, что на эти деньги можно было финансировать постройку больницы в Москве. Er hat die Kunst sehr gefördert, Mozart beispielsweise. Mozart war bei ihm in seinem Stadtpalais in der Krugerstraße zu Gast. Und sein Sohn hat ebenfalls dann noch Künstler gefördert. Und es gibt ein Widmungsblatt von Ludwig van Beethoven an den Sohn dieses Botschafters Galizien. Nachfolger von ihm war dann Graf Rasumowski, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber das sind die berühmtesten, die auch wirklich sichtbare Spuren in Wien hinterlassen haben. Also nicht nur mit der Rasumowski-Gasse, mit dem Palais Rasumowski, das heute nicht mehr im Familienbesitz ist, aber auch durch seine Taten. Es war ja nach der Französischen Revolution, Frankreich war der gemeinsame Feind der beiden Mächte, aber vor allem nach der Französischen Revolution war es wichtig für beide, den Geist der Revolution zu bannen. Also beide Monarchen waren sich in dieser Richtung einig und haben einander versucht, diese Richtung gegenseitig zu unterstützen. Aber als dann Zar Alexander I. Die napoleonische Armee zurückgeschlagen hat und er als Sieger der Napoleon galt, hat man nicht mehr nach Wien fliegen müssen, sondern hat man ab da Russlands Schutz und ein Verständnis mit Russland gesucht. Und während Österreich immer wieder als Bündnispartner enttäuscht hat, war das von Russland nie der Fall. Es hat immer sein Wort gefallen. Also danke vielmals für die sehr beanspruchte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte etwas über Peter den Großen in Wien sagen. Последние слова тоже о князе Голицыне и его сыну, оба были меценатами, покровителями искусств, поддерживали, оказывали поддержку Моцарта, который гостил в городской резиденции у князя Голицына. И также еще одном значимом после графе Разумовском, их было много, но граф Разумовский оставил значительный след, видимый след в Вене, не только в виде дворца Разумовский полей и улицы Разумовский кассы.
сказать, что у обоих монархов того времени был общий враг Франция, но после победы Александра I над Наполеоном России не нужно было уже искать союзничество в Вене, потому что она уже показала себя, Российская империя, как достойный и сильный союзник, и соблюдала договора, заключаемые между Австрией, никогда не разочаровывая страну, а Австрия в некоторых случаях уклонялась от своих обязательств. Да, вот, госпожа Фридриш поблагодарит вас за... Почему Петру Первому можно было необходимо было ездить синком, путешествовать синком? Что стояло за этим? Das ist eigentlich eine Frage, die Sie in Russland besser beantworten könnten als ich. Er wollte offensichtlich das tun, was er als Zar nicht hätte tun können. Er wollte lernen. Also es ist ja bekannt, dass er sich im Schiffsbau unterweisen ließ und im Gebrauch der Artillerie, in der Entwicklung der Artillerie und in anderen Bereichen. Und das hätte er als Zar offiziell nicht tun können. Поэтому это вообще называлось великое посольство, потому что это, в общем, было аналогично. То есть у посольства был некий номинальный руководитель, да, был один из там князь, я не помню кто, вот, а он был как бы в свите князя, потому что это вообще не было принято монарху куда-то ехать еще с таким большим. Ja, also ich wollte noch eine Frage, можно? Und er wollte auch lernen, während der Reise und für den Zaren ziemte sich nicht, etwas in die Lehre zu gehen. Da, в чём будет, да? Были ли какие-то подарки с австрийской стороны Петру? И были ли подписаны какие-то документы в Вене? Кроме вот этих Святого Альянса, этот его как бы его мысль, его идея не состоялась, поэтому Петр перешел на другие пожелания, да? Вот были ли какие-то документы подписаны? Он хотел что-то от Австрии. Gab es Geschenke auch seitens Österreich an Peter und waren bestimmte Dokumente oder gewisse Dokumente Abkommen schon unterschrieben zu der Zeit des Besuchs? Also in diesem Fall ist außer dem Weinglas, das glaube ich eher zufällig die Besitzer gewechselt hat, ist nichts vermerkt in diesen Dokumenten, in dem Protokoll des Hofenstaatsarchivs. Was nicht heißt, dass es nicht Geschenke gegeben hat. Könnte man schon vorstellen, dass es welche gegeben hat, aber es ist nichts vermerkt. Und Dokumente, Sie wollten diesen Dokument. Да, да, да. В торговле специалистов он желал для России, конкретных. Специалистов он желал, чтобы были на границе вот эти таможенные облегчены и условия, и также в торговле и специалисты. Zoll-Experten, das kann ich nicht. Nein, nein, не Zoll-Experten, а чтобы для торговли были какие-то там возможности для России по обмену товаров. Also damals auf jeden Fall nicht. Damals war davon nicht die Rede. Da war dann nicht schon. Dann habe ich den falschen Damals. Aber man kann doch forschen, ich bin ja nicht, weiß Gott wie, ich habe mich nicht für mehr als konkrete Besuche interessiert. Und man kann schauen, ob es noch etwas gibt im Hof- und Staatsarchiv. Можно еще следовать по темам. В государственном архиве должны быть материалы и
у меня, я не владею исчерпывающей информацией по всем вопросам. In welcher Sprache waren die Verhandlungen? Auf Latein oder auf Deutsch? Nein, Latein und Französisch. Latein und Französisch. Naja, angeblich Lefort beherrschte Deutsch. Der war ein Schweizer. Ja, ja, war Schweizer. Und Latein. Und die offizielle Sprache, das, und deswegen bei der Audienz heißt es, und der Dolmetscher, das jetzt normalerweise war er Lefort der Dolmetscher, aber der Dolmetscher übersetzt es in diesem Fall ins Lateinische. Mhm. Und Lefort sprach Russisch, also bei der Audienz. Да, в то время это было обычным делом, то есть в качестве протокола нужно было переводить на латинский, несмотря на то, что Лефорт владел немецким и французским языком. Французский это очень важно. То есть это было на латинском и на французском. Это возможно, что в этой hinaufgekommen ist, dass es dann also nur zu dritt oder viert zusammengestanden sind, dass sie da und dass Lefort da Deutsch übersetzt hat, Deutsch-Russisch. Das kann sein, dass bei diesen informellen Gesprächen. Да, вполне возможно, что при неформальных разговорах при первой аудиенции, где Петр должен был заходить еще из садовой двери, где они стояли втроем, тогда возможно, что этот разговор проходил. Ich glaube, ich habe sie jetzt so lange aufgehalten, dass ich mich eigentlich entschuldige dafür, aber umso mehr bedanke, dass sie so lange ausgeharrt haben. Und ich möchte mich auch bei Mascha bedanken für ihre nicht leichte Aufgabe. Es war einfach so viel Stoff, dass ich nicht jeden Satz übersetzt haben wollte, weil das hätte noch länger gedauert. Jedenfalls vielen Dank.